Willkommen zur nächsten Runde Schallibelle. Ich häkel jetzt mal so weit vor, bis ich auf der kurzen Seite bei der Libelle bin. Und da passiert gleich etwas. Ja, also drastisch wird da etwas verändert oder geändert, als wir jetzt die ganze Zeit gehäkelt haben. Da bin ich auch schon, ich muss jetzt schon wieder aufpassen. Genau, ich bin passend angekommen. Da ist unsere Libelle. Ihr müsst jetzt 4 Stäbchen vorher aufhören. 1, 2, 3. Ich bin also an der passenden Stelle angekommen. Und jetzt werden 9 Luftmaschen gehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Umschlag auf die Nadel. Und hier auf der anderen Seite 4 Stäbchen weiterzählen. 1, 2, 3, 4. Aber Achtung, dieser Maschenkopf gehört noch zu diesem Stäbchen. Also einen Maschenkopf weiter einstechen. Stäbchen gehäkelt. Das ist der ganze Budenzauber. Ich zeige euch das gleich nochmal. Wir häkeln jetzt fleißig weiter Stäbchen bis zur nächsten Libelle. Bis gleich. Dazwischen sei nochmal die Ecke erklärt. 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Zwei Stäbchen. Umschlag genommen auf den nächsten Maschenkopf. Und weiter geht's zur nächsten Libelle. Da sind wir auch schon. Und wieder bin ich perfekt angekommen. 1, 2, 3, 4 Stäbchen. So, müssen frei bleiben. 9 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warum eigentlich 9? Ne? Ganz einfach. 4 und 4 sind schon mal 8. Plus in der Mitte mitrechnen 9. Wir müssen es ja überspringen irgendwie, ne? 1, 2, 3, 4. Die noch nicht, aber die. Da, Umschlag auf die Nadel. Und Stäbchen reingearbeitet. So, und jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr das jetzt
beherrscht und wir alle in Ruhe die Runde zu Ende häkeln können. Wie gesagt, hier am Ende macht ihr wieder eure zwei Stäbchen hier in die Lücke. Halbe Stäbchen auf die dritte Luftmasche vom Ersatzstäbchen vom runden Beginn. Drei Luftmaschen gehäkelt und dann nochmal zurück in die Lücke der nächsten Runde. Und schon habt ihr eure halbe Ecke gehäkelt. So, bis zur nächsten Runde.